Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich weiß wirklich nicht genau, wo ich anfangen soll. Jetzt, da wir die Fledermausverwandlung haben und uns die ganze Welt offen steht. Ich glaube, ich werde mich erstmal vielleicht um Quests kümmern, die jetzt nichts mit Kämpfen zu tun haben. Weil Golbar, glaube ich, verschiebe ich noch ein bisschen. Und ich glaube, ich gehe erstmal ein bisschen über die Welt und mache ein paar Quests, wo es nur darum geht, geh dahin, hol mir das und mach dies und solche Sachen. Weil Kämpfen könnte jetzt mit meinem Level 8 noch ein bisschen schwierig werden. Aber es gibt so ein paar Orte, von denen ich weiß, das sind Quests, die... Fledermausmantel. Die sind jetzt schon ganz gut zu erledigen. Ich glaube, ich fange mal an mit... Ich glaube, ich fange mal mit den Dörfern da mitten im Wald an. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit einfach mal mit dem Fledermausmantel über die ganze Welt fliegen und einfach mal gucken, was es hier so zu tun gibt. Ich glaube, ich fange mal mit den beiden da an. Und dann arbeite ich mich mal so ein bisschen über die ganze Weltkarte drüber. Aber hier weiß ich zufällig, dass es sowohl hier als auch hier ein paar Quests gibt, die jetzt nicht viel mit Kämpfen zu tun haben. Fangen wir einfach mal hier an. So, willkommen in Herles. Was haben wir denn hier? Grüß dich. Hab ich einen Hunger? Wir sind alle zu arm, um was zu kaufen. Das könnte der nächste Winter unser Ende. Wenn diese Krähen nicht nur da wären. Krähen am Feld fressen unsere Saat. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Na, hoffentlich könnt ihr da was machen. Ja, ich glaube, da können wir was machen. Erstmal werden wir euch beklauen. Man kann es jetzt schon sehen, dass die Leute sind hier alle bettelarm und ich habe nichts Besseres zu tun, als die sofort alle auszuplündern. Aber ich bin mir sicher, die würden mir das Zeug gerne geben. Wenn sie wüssten, dass ich sie ausplündern würde. Oder würdet ihr das tun? Komm mal her. Ah, wir haben nicht viel, was wir euch anbieten können. Aber was wir haben, teilen wir gerne. Okay, wenn ihr wollt. Was für eine noble Geste. Ach, ich will nur ein paar Liter Blut. Nein, halt dich zurück. Abgesehen davon ist es, glaube ich, eh nicht nach. Wir haben schon ein paar Massaker veranstaltet in diversen Städten, aber jetzt questen wir erstmal ein bisschen. Ihr seht aus, als hättet ihr ein paar Filaf. Wie wär's? 50? Damit könnte ich meine Familie durch den Winter bringen. Ich meine, eigentlich bin ich ein böser Vampir. Nein, ganz bestimmt nicht. Boah, viel Spaß beim Staubfressen, ihr reichen Schnösel. Sonst was, sonst. Ach, verzieht. Oh. Jetzt muss ich mir erstmal was zu essen besorgen. Komm, ich erlöse dich von deiner Qual. Also wenn das nicht ein böser Vampirzug war, dann weiß ich auch nicht weiter. Jetzt habe ich wahrscheinlich... spieletechnisch geredet, 500 Menschlichkeit verloren. Und ich kann ja mal nachschauen, wie sieht's denn aus? Ah, die Silberbahn muss ich noch verkaufen. Da war ja noch was. Status. 71 Geheimnisse bisher. Naja, das geht noch ein bisschen besser. Auslastung. Menschlichkeit 29. Ja, das hat wahrscheinlich gerade eben ganz schön reingehauen. Vor allem, dass Elaine dazu gar nichts gesagt hat. Ohne antike Münze. Viel Spaß beim Staubfressen. Was treibt euch denn hierher? Neugierde? Ich suche doch mal die Höhle nördlich von hier. Sie ist ein bisschen versteckt und jetzt geht bitte. Ne, mit meinem Level 8 werde ich nichts durchsuchen. Zumindest noch nicht. Okay. Verkaufen wir mal die Silberbarren. Ist hier wirklich nix? Nix. Okay, zumindest ein paar Stahlkrallen. So. Hi, schaut euch einfach mal rum. Ich habe richtig gute Waffen. Froh, dass endlich mal jemand mir meine Waffen kauft. Die können sich das sonst alle hier gar nicht leisten. Haben wir doch mal Breitschwert. Ballen. Stahlkrall. Habe ich nicht noch aus dieser Aisha-Cutscene das Kristallschwert? So, erstmal weg mit den Stahlrüstungen. Genau, das Kristallschwert habe ich noch. Die Silberbarren.
Eisensäbel. Stahl. Den kann ich auch verkaufen. Obwohl sie besser sind, aber... Nee. Ich gebe sie ihr trotzdem. Es wird jetzt nicht so viel Unterschied machen. Die Lane wird sowieso meistens mit Zaubern angreifen und wenig mit ihren Krallen. Okay, du kriegst noch ein Kristallschwert. Eigentlich könnte ich sie gleich töten, um sie von ihrem Leid zu erlösen, dass niemand ihre Waffen kauft. Was ich jetzt übrigens mache, ist, ich werde jetzt gar nicht wirklich Waffen und Rüstungen kaufen, weil ich werde jetzt viele Quests machen, die jetzt nichts mit Kämpfen zu tun haben, nur so ein bisschen über die Welt fliegen. Und da werde ich wahrscheinlich ein paar Level dabei aufsteigen und dann müsste ich mir direkt wieder neue Ausrüstung kaufen. Was wir allerdings mal machen könnten, wäre den Zufluchtszauber zu benutzen. Und zwar in die Gruft zu gehen. 91 Kilo, ja. Gib mir ein bisschen Silber. Und ich könnte mir hier auch ein bisschen Blut holen, wenn ich das wollte. Die Speisekammer muss mal wieder gefüllt werden. Vielleicht ein kurzer Snack. Unbedingt. Die arme Frau. Ach ja. Ja, tut mir leid, Mädel. Oh, guck an. Und ich habe wieder ein bisschen... Drei ganze Kilogramm. Ich nehme was mit. Okay, so. Okay, ab zurück. Das reicht erstmal. Ich möchte bitte zum gespeicherten Ort den gespeicherten Ort löschen. Nein, ich möchte bitte zum gespeicherten Ort. Ich habe viele gute Waffen. Die Menschen hier sind so arm. So, 2500 Filar, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Alles klar, das wäre es für sie. Was haben wir denn hier? Halt, bleib doch mal stehen. Jetzt hat. Oh Mann, diese blöden Krähen. Ich sehe es. Das ganze Dorf wird verhungern. Die sind so hartnäckig. Auf dem Dach hockt der Anführer. Tut doch was dagegen. Bin mir sowas von sicher. Sie ist ein Anführer. Verdammt nochmal. Verscheucht die doch irgendwie. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ja, mal schauen. Hoffentlich. Da oben ist sie also, der Anführer. Gucken wir mal. So, was haben wir denn hier? Oh, willkommen in meinem bescheidenen Heim. Ja, das ist ja wohl noch untertrieben. Im Gegensatz zu den anderen... Wobei, im Gegensatz zu den anderen Häusern zu Herlis, die sehen eigentlich alle ähnlich aus. Es ist schon bescheiden. Ihr könnt mir mit Sicherheit helfen. Bruder wohnt nördlich von mir. Bitte, er soll hierher kommen. Ich könnte ihn wirklich gut gebrauchen. Ich schaff's sonst nicht mehr. Natürlich helfen wir. Vielen Dank, er wohnt nördlich. Er wohnt nördlich, jetzt stimmt's. Natürlich. So, was haben wir denn hier? Ofen anzünden, jawohl, 300 Erfahrungen, Level 9, Level 9. Ja, weil die Krähe saß halt direkt oben auf dem Schornstein und jetzt habe ich sie verscheucht. Mein Gott, war das genial. Wie habt ihr das denn gemacht? Alles sind abgehauen, ja, einfach den Ofen angemacht. Genial, leider habe ich nichts, was ich euch geben kann. Naja, danke. Beziehungsweise, ja, dein Dank reicht. Ihr habt das doch vor dem Hungertod gerettet, danke. Wenigstens noch 1200 Erfahrung. Level 10, Level, jawohl. Das bedeutet direkt neue Zauber. Aber ich glaube, da kommen noch ein paar Level dazu. Oh, wir haben ja Besuch, das ist aber selten. Warum wir so arm sind, warum? Dieser blöde König. Weiß der Teufel, warum er die Steuern so hoch macht. Aufgeplusterte lebt wie ich hasse ihn. Ganz ruhig. Das Blut kocht, schmeckt's besser. Nein, Aska, lass das. Lass das. Wobei es die Leute jetzt in Herles wahrscheinlich nicht... Ja. Für viele ist wahrscheinlich es besser, wenn wir sie in einen ordentlichen Gegenstand umwandeln würden. Ich muss noch bis Level 15 warten, dass ich die Nacht herbeizaubern kann. Sonst muss ich immer auf die Nacht warten. Sag mal, gibt es hier zufällig was Außergewöhnliches? Wir haben nichts, wir wissen nichts. Schon gut.
Ich sollte sie beide hier umbringen. Er muss sich wahrscheinlich den ganzen Tag anhören, wie sie am Nörgeln ist wegen Geralt und den Steuern. Und sie muss sich wahrscheinlich anhören, wie er den ganzen Tag nörgelt, weil er nichts hat und nichts weiß und alles hier total verarmt ist und sonst irgendwas. Und dann nörgeln sie sich gegenseitig hier die Ohren voll. Ich wollte ja nicht mit denen tauschen. So. Nichtsdestotrotz wird hier trotzdem noch ordentlich geklaut. Kaufen brauche ich allerdings erstmal nichts. Was haben wir denn hier noch? Verflixt, jetzt bin ich extra hergekommen und keiner hat hier Geld. Na, ich bin eine Künstlerin. Naja, haben Künstlerinnen nicht irgendwie nie Geld? Ist das nicht ganz normal? Hier ist auch überhaupt kein Haus frei, so ein Mist. Naja, da gibt's einen Ort. Ach so? Shanda. Wirklich? Haben die Leute denn da Geld? Natürlich. Du hast recht. Ab nach Shanda. Okay. Es könnte sie mit Sicherheit nicht schaden, Shanda mal wieder so ein bisschen aufzubauen. Blut und neue NPCs in der Stadt, die echt gute Sachen verkaufen. Und was haben wir denn hier eigentlich so? Der ist irgendwie ausgetrocknet, naja. Aber Moment, da ist eine Leiter. Ja. Finger, wer jetzt Nacht, ich würde. Oh, würde ich euch angreifen. Boah. Wartet nur drauf, bis ich... Okay, erstmal speichern. Wartet nur drauf, bis ich die Nacht herbeirufen kann. So, das ist zufälligerweise das Haus des Bruders. Da kann ich gleich mal die Quest erledigen. Wie gesagt, ich kümmere mich jetzt hauptsächlich mal um Quests, die... Ja, rumlaufen beinhalten. Die geben nämlich schön viel Erfahrung. Nicht so viel Erfahrung wie die Quest, wo man wirklich kämpfen muss, aber trotzdem ein bisschen. Meine Schwester ist doch nichts passiert. Nein, du sollst ihr beim Putzen helfen. Wobei denn? Hausarbeit. Typisch, zu faul, was selber zu machen. Naja, danke, dass ihr mich geholt habt. Dann gehe ich mal zu ihr. 250 Erfahrung. Nicht besonders viel, aber besser als nichts. Ich speichere vorsichtshalber mal ab, weil hier in der Gegend gibt's... Okay, keine Gegner. Aber hier in der Gegend gibt's, glaube ich, ein bisschen stärkere Gegner und hätten die mich erwischt auf der Weltkarte, dann hätte es Kloppe geben können. So, da sind sie. Vielen Dank, jetzt kann ich mich endlich ausruhen, während er sauber macht. Das habe ich gehört. Keine gute Idee herzukommen, warum denn? Ich muss jetzt den ganzen Tag putzen. Pech gehabt. Viel Spaß, ihr beiden. So, das war's auch schon für Herles. Kümmern wir uns gleich mal um die Stadt nebendran. So. Und zwar hier. Ich glaube, ich habe schon so eine ungefähre Idee. Ich mag die Musik hier drin so. Ich habe so eine ungefähre Idee, was ich machen will. Wenn man Vampire Stone so ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man ungefähr, wo welche Quests man direkt machen kann und was am Anfang besser noch nicht. Weil ich war am Anfang von Vampire Stone, als ich die Fledermausverwandlung hatte, ein bisschen verloren. Weil du konntest auf einmal überall hinfliegen, überall waren saustarke Gegner und ich wusste gar nicht genau, wo ich hin muss. Erzähl mir bitte nichts über die Stadt. Naja, dann verlauft euch aber nicht. Und ich habe mich einfach gar nicht ausgekannt. Ich bin ständig nur gestorben, überall, und mittlerweile geht's zum Glück ein bisschen. So. Wer bist du denn? Hallo, du klingst irgendwie so bedrückt. Ach, ich bin so einsam. Freundin oder so? Keiner will mit mir ausgehen. Andere Städte, wo wohl? Weiß gar nicht, wohin überhaupt. Shanda. Auf der kleinen Insel im Süden, genau, da soll es nette Frauen geben, habe ich gehört. Du hast sowas von recht, ein Umzug tut mir gut auf nach Shanda. Warum denn Shanda? Ja, nachdem er da aufgeräumt hat. Eine Stadt voller Menschenblut und wie gesagt, echt gute Händler teilweise. Da steckt nicht mehr dahinter, eigentlich nicht. So, dann haben wir schon mal noch eine weitere Person für Shanda.
Entschuldigt, aber ich muss noch so viel hacken. Ja, okay, wir möchten dich nicht stören. Schmied der Stadt, Rüstung, dann ab in den Laden hinter. Das werden wir. Ich persönlich kann für die Qualität garantieren. Das brauche ich aber momentan nicht. Ich werde jetzt, wie gesagt, gar nicht wirklich Rüstungen und Waffen und so kaufen, weil ich werde jetzt, glaube ich, durch die Quests ein paar Level kriegen und dann würde sich das gar nicht mal so lohnen. Mein Papa ist ein Holzfäller und den habe ich total lieb. Schön für dich. Hackt schon den ganzen Tag. Toll, ganz toll. Ist der Beste. Halt dich zurück, Aska. Wir können schon ein paar Leute hier aufschlitzen, aber halt dich noch ein bisschen zurück. Lass uns erstmal schauen, ob es hier noch irgendwelche Quests gibt. Die, glaube ich, erzählen mir gleich was über die... über diese Schreine, wenn ich mich nicht täusche. Schmerzmittel. Hi. Frau mit mystischen Schreinen. Gemeinsam Erkenntnisse gesammelt. 4 bis 6 verschollene Schreine. Die werde ich auch alle suchen. Man muss in Vampire's Dawn immer mit ein paar NPCs reden, damit man Zugriff auf irgendwelche Gebiete bekommt. Das habe ich früher nie so verstanden. Als Kind. Dann habe ich es das zweite Mal gespielt und habe einfach alle NPCs umgebracht und konnte irgendwie in die Hälfte der Orte nicht rein, weil ich nicht wusste, dass man von NPCs erfahren muss, wo diese Orte sind und erst dann kann man da hin. Genau, für jeden Schrein gibt es eine bestimmte Steinart. Das war es aber eine ganze Menge. Naja, jetzt lasst mich bitte ein bisschen nachdenken. Schön, schön. Ihr wisst nicht zufällig was über den Schrein der Luft? Anscheinend irgendwie nicht. Bestimmte Steine, das hat mir dein Mann schon erzählt. Irgendwo in den Bergen, ihr weiß aber nichts Genaueres. Hat uns schon mal geholfen. Nichts zu danken. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel den Licht- oder den, was hat sie gesagt, Luftschrein, glaube ich, betreten. Aber das brauche ich alles noch nicht. Das sind Gegenden, die sind für mich noch viel zu stark. Wir nehmen erstmal hier 70 Filame. Und ich meine, ich habe auch eine Quest, einen Brief hier auszuliefern. Von der Frau in Klenna. Haben Sie schon das Neueste gehört? Elfriede, ein uneheliches Kind. Ja, sowas aber auch. Ja, was für ein Skandal. Ah, der Freund weiß davon. Ja, ich glaube, ich werde dann mal gehen. Pff. Nicht an Klatsch interessiert, nein. Männer sind doch alle gleich, Frauen auch. Also mein Mann sieht das anders. So, wer ist denn... Ich glaube, bei dir muss ich das abgeben. Ich habe hier einen Brief für dich. Ach so. Der ist ja von meiner Nichte. Vielen Dank für die Mühe. Habe ich gern. Okay, dann kann ich nach Klenna zurück und kann ihr sagen, dass ich den Brief abgegeben habe. Schönes Haus. Naja, dann jetzt gehen Sie auch mal bitte wieder. Okay. Liebe diesen Song. Wie kann ich euch denn helfen? Pff, keine Ahnung. Östlich der Stadt, wunderschöner Platz im Wald. Da ist es sowas von schön. Aber ich will nicht, dass alle davon wissen. Euch kann ich es ja verraten. Wir werden es mit Sicherheit nicht weiterziehen. Ja, dann ist ja gut. Ich freue mich so auf das alles, was hier noch kommt. Ah, der Anfang ist immer so ein bisschen... Der ist so ein bisschen... Ne, da wird so ein bisschen Story aufgebaut und so ein bisschen die Charaktere aufbauen und dann geht's... Dann geht's Schlag auf Schlag sozusagen. Ah, hier irgendwas drin. Klick, klick, klick. Auch die ganzen neuen Gebiete, die es jetzt hier in der Special Edition gibt, das sind teilweise Gebiete für ein höheres Level. Also ich glaube nicht, dass ich in der nächsten Zeit eines dieser Gebiete besuchen werde. Außer vielleicht die Kampfarena. Da könnte ich den ersten Kampf vielleicht langsam schon probieren. Was habt ihr denn hier zu suchen? Wir gucken uns nur ein bisschen um. Ihr seid doch mit Sicherheit Diebe, die alles durchsuchen. Was, ich? Nein. Nein, sind wir nicht. Seid ihr doch. Boah, boah, boah. Gören sind doch alle gleich. Genau dasselbe habe ich auch gerade gesagt. Bei der Frau von Frauen sind einfach alle gleich. Lecker. Ja, komm, dann iss, Aska. Guten Appetit.
Und es reicht noch nicht, komm. Blutflasche. Okay, du hast hoffentlich davon erstmal nichts mitgekriegt. Weil du bist, glaube ich, jemand, den ich noch brauche. Jetzt sagt er wahrscheinlich, ich habe da unten gehört, ihr habt meine Frau umgelegt. Kann das sein? Dankeschön, ich danke euch. Kann ich euch helfen? Vielleicht könnten wir dir helfen, vielleicht haben wir dir schon geholfen. Es gäbe da schon eine Kleinigkeit. Auf der Suche nach einem Talisman, ich habe sogar einen. Verreise bald, nicht, dass ihr was passiert. Wir sollen einen für dich besorgen. Wäre euch sowas von verbunden, na gut. Wunderbar, bitte kommt zurück, wenn ihr einen habt. Warte, ich habe schon einen. Habt ihr schon einen? Ja, haben wir, da ist er. Vielen Dank. Ihr habt mir so einen großen Gefallen getan. Jetzt ist meine Tochter mit Sicherheit geschützt. Bestimmt, der Talisman wird's rausreißen. Nehmt diesen Ring lange in Besitz der Familie. Der ist ein bisschen gruselig, aber ihr schafft ihr. Oh! Aber ihr könnt ihn bestimmt gebrauchen. 2500 Erfahrung. Okay, das hat uns gleich mal ein, zwei Level gegeben. Sehr schön. Normalerweise in Vampire's Dawn geben die Quests nicht so viel Erfahrung, aber zum Beispiel jetzt brauche ich für ein Level-Up ungefähr 400 Erfahrung noch. Und vorher, wenn man zum Beispiel, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, sagen wir mal, man braucht 20.000 Erfahrung für ein Level-Up und dann hat man eine Quest auf seinem Level gemacht und hat irgendwie 100 Erfahrung oder so gekriegt. Bitte lasst mich schlafen, entschuldige. Na dann, geht bitte. Sag mal, dich brauche ich doch jetzt gar nicht mehr, oder? Jetzt muss ich mich um andere Gelegenheiten kümmern. Schattenring. Und sie darf, wie gnädig bin ich eigentlich, im Schlaf töte ich sie. Lebensnektar. Im Schlaf töte ich. Wie angenehm ist es denn bitte, einfach einzuschlafen und nie wieder aufzuwachen? Das ist doch wohl die beste Art zu sterben, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Okay, bei euch war ich schon. Euch brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Weißt du was? Stirb! Gelben Stein. Ich habe Herles gar nicht ausgerottet. Ach, weil es nicht Nacht war. Schinderschwert. Ohoho! 44! Ah, Menschen umzubringen lohnt sich einfach. Sehr schöne Waffe. So, darf ich dich umbringen oder habe ich dich noch für irgendwas gebraucht? Östlich. Ach so, ja, genau. Sie hat mir von einem Ort berichtet. Jetzt weiß ich, dass ich da hingehen kann. Und ich brauche dich nicht mehr. Blutfiole. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Folge könnte schon wieder heißen Massaker in irgendwo. Auch dich brauche ich nicht mehr. Heilbalsam. Ich weiß gar nicht, ob das die anderen Leute hier mitkriegen, weil die wirklich sehr weit voneinander entfernt sind. Ich weiß gar nicht, ob er zum Beispiel was dazu sagt. Hallo, ich bin der Schmied der Stadt. Ja, der hat es nicht gesehen. Und dein Amboss wandle ich gleich mit um. Stahlsäbel, der macht mir nämlich viel zu viel Lärm. Und Holzfäller habe ich ja sowieso noch nie gemacht. Eisstaub. Wo ist denn dieses kleine Kind? Aska hat gesagt, kleine Kinder schmecken gut. Komm, wir probieren mal. Ja, es wird hell. Schnell, schnell, schnell. Komm. Hast du eigentlich... Hallo, du... Ach, schade, sie hat gar nicht gemerkt, dass ihr Vater tot ist. Schade. Ich weiß, ich bin böse. Nein, nein, es ist zu hell. Nein, 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 nein. Du, mein Lieber, kannst auch froh sein, dass es zu... Wollt ihr was kaufen? Du kannst auch froh sein, dass es zu hell ist, weil, hey, ihr da Finger weg. Ah, ich bräuchte noch schnell... Okay, ich bräuchte noch schnell irgendeine Quest. Wie wär's denn mit... Ich sag mal...
komme nicht mehr auf den Namen, aber ich habe ja eine Quest abgegeben oder einen Brief abgegeben und jetzt müsste ich in Klenner jemandem sagen können, dass ich es getan habe. Ich weiß ihren Namen jetzt nicht auswendig. Nee, ich komme nicht. Irgendwas mit. Nee, es war. Mal. Genau, Maries Kette und Marleens Brief, glaube ich. So, schauen wir mal. Das warst, glaube ich. Du, wenn ich mich nicht täusche, oder? Du warst es. Moment mal, ich habe den Brief abgegeben, habe ihn aber danach umgebracht. Verdammt! Ich hätte ihn nicht gleich umbringen sollen. Verdammt, ich dachte, der Brief zählt vielleicht als abgegeben. Oh, verdammt! Okay, das ist genau das, was ich von meiner Mordlust krieg. Verflucht. Kopf von Golba, genau. Anhaltspunkt Aisha, Abraxas. Ist. Okay, wunderbar. Aber die Quest zählt als abgeschlossen. Der Brief ist auch nicht. Okay, also zumindest wenigstens bleibt keine offene Quest übrig. Eigentlich habe ich den Brief abgegeben, aber. Egal. Das wäre sowieso nur ein bisschen Erfahrung gewesen. Okay, die nächste Quest, die ich... Ah, mir fällt noch eine ein. Die gibt, glaube ich, auch ziemlich viel Erfahrung. Vor allem, weil man für die Quest eigentlich kämpfen müsste. Okay, ich muss mir überlegen. Jetzt habe ich die zwei Städte da oben in der Mitte fertig. Jetzt mache ich mal noch die Wüstenstadt. Und die Quest in der Wüstenstadt, wenn ich Glück habe. Ich darf hier halt auf gar keinen Fall in einen Zwischenkampf verwickelt werden. Weil in der Wüste sind die Gegner jetzt mir schon noch zu stark. Willkommen in Lomba. Sag mal, gibt es hier irgendwas Ungewöhnliches? Naja, irgendwie schon. Es gibt einen ziemlich großen Sandwurm. Zwar keine Toten, aber es wäre besser, wir klären das. Viel Glück, keiner weiß, wo er ist. Vielleicht stößt er hier auf ihn. Okay. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier so? Kein gutes Buch in diesem Regal, schade. Ihr seid doch Fremde, stimmt's? Das habe ich direkt erkannt. Wer so blass ist, kann nicht aus dieser Wüste stammen. Naja, wo er recht hat. Interessantes Buch. Lebenseinstellung. Die Männer sind die Geldverdiener. Die Frauen haben nichts zu sagen. Nur für die Küche und das Bett zuständig. Barbarisch. Dass Asuka dazu gar nichts sagt. Wobei, wahrscheinlich sagt er nichts, weil Elaine direkt nebendran steht. Anti-Krankheitsserum. Tut mir, ich muss kochen, sonst gibt's Ärger mit meinem Mann. Unterwürfig, ja. Aus Liebe. Wäre genau eine Stadt für Asuka. Wäre genau eine Stadt für ihn. So, was haben wir denn hier? Ah, genau, das ist schon die Quest, die ich gesucht habe. Die kann jetzt echt gefährlich werden, aber die gibt bestimmt auch gute Erfahrungen. Ein Tagebuch. Heute meiner Frau wieder schlagen. Die Küchenfertigkeiten lassen nach. Mein edler Gaumen versteht nur das Beste. Bin schon wieder wütend, weil ich dieses Gewürz immer noch nicht hatte, die arme Frau. Ja, um das Gewürz könnte ich mich vielleicht kümmern. Gold ist. Ich muss kochen, sonst gibt's Ärger. Das habe ich irgendwie schon mal gehört. Eigentlich nicht, das stört mich aber nicht. Da ist er. Du kannst mir vielleicht helfen. Ich brauche ganz dringend seltene Kräuter. Das gibt's nur ganz selten in der Wüste. Ich suche danach. Vielen Dank. Ihr werdet schon Glück haben, naja, Mensch. Ja, ich weiß, wo diese Kräuter sind, glaube ich. Juckpulver. Ah, das wird gefährlich. Was macht ihr denn hier unten? Naja, ich wohne hier. Ich will dich besuchen. Was? Wieso denn? Ja, einfach nur so. Lasst mich doch in Ruhe. Wenn's Nacht gewesen wäre. Aber nein.
Halten wir uns zurück. Aha, was haben wir denn hier? Wie sie alle aussehen, wie kann ich euch helfen? Blutflaschen, davon werde ich eine ganze Menge später noch brauchen, aber jetzt habe ich weder das Geld dafür, noch brauche ich sie gerade jetzt im Moment. So, was bist du denn für? Pfei. Gibt's irgendwie kaum Frauen? Doch, doch, die dürfen nur nicht frei in der Stadt rumlaufen. Die kochen, putzen oder liegen nackt im Bett. Was der Mann am nötigsten? Was ist denn das für eine barbarische Stadt? Hey, Vibe. Wir sollten die ganze Stadt ausrotten. Komm, wir gehen besser. Euer Vibe muss gezüchtigt werden. Willkommen im Lomba. Mantel gegen die Sonne. Wüste ist aber 300... Nein, denkt drüber nach. Ja, diese Mäntel, diese Sonnenschutzmäntel werde ich später vielleicht auch mal brauchen, aber nicht jetzt unbedingt. Oh, wer bist du denn? Ah, ihr habt mich entdeckt. Ich halte es nicht mehr aus als Frau in diesem Dorf. Ja, wie eine Frau hier behandelt wird. Ich weiß nur nicht, wohin. Wie wäre es denn mit Shanna? Das ist ein wichtiges Mädel. Wenn sie denn leben, haben sie da kein Problem in Shanna. Shanna? Dort lebt kaum jemand. Ach was. Da habe ich bestimmt keine Probleme mehr. Eine schöne Stadt. Ja, die Blutflecken nicht mehr sieht. Ja, die Blutflecken und Skelette und die Leiche irgendwie im Knast und den Kopf von dem vom Mage Master und so. Die haben die Stadt so schön gemacht. Das ist eine so gut. Ich gehe nach Shanna. Ein Waffengeschäft. Bis bald. Ja, das ist eine gute Dame. Die werde ich für Shanna brauchen. Bei der werde ich häufig shoppen gehen, schätze ich. So, aber jetzt gucken wir erstmal, was wir hier sonst noch so haben. Sind ja nicht viele Gäste hier. Naja, keiner ist an Alkohol interessiert. Na dann, viel Spaß. Wie, keiner ist an Alkohol interessiert? Nein, danke, wir sind nicht durstig. Halt dich zurück, Aska. Wobei, hier drin ist keine Quest. Schmerzmittel. Ich hätte vielleicht erst den Wirt umbringen müssen, oder? Ihr habt es getan. Ihr habt meinen einzigen Gast getötet. Uah. Dort, wo du hingehst, brauchst du kein Geld mehr. Mein einzigen Gast. Ein Lebensnektar. ihr habt es getan. Ihr habt meinen einzigen Gast getötet. Ich bin jetzt, als ich aus dieser Kneipe raus bin, bin ich jetzt links und rechts für 2 Minuten gelaufen und habe irgendeinen Stuss vor mich her geredet. Glaubt mir, das hättet ihr nicht hören wollen. Ich war mal so frei und hab das mal weggeschnitten. Ihr habt meinen einzigen Gast getötet. Okay, so. Ich will die Quest mit den Kräutern noch machen. Glaube ich. So, gibt's hier noch irgendwas zu plündern? Ach, der arme Barkeeper. Traumhafte Nacht verbringen. Ich schlafe nicht gerne in fremden Betten. Es gibt wirklich Traum, wirklich völlig ohne Flöhe. Das Einzige, was ich noch dazu gesagt habe, als ich den umgewandelt habe, den Barkeeper, war ja diese Umwandelanimation irgendwie so links am Rand. Also wenn mir hier so kleine Sachen auffallen, dann kann es sehr gut sein, dass wenn ihr die Special Edition später irgendwann mal selber spielen wolltet, dass das bis dahin schon wieder behoben ist. Falls mir noch irgendwelche Kleinigkeiten auffallen. Da gibt es immer sowas so, ja, vielleicht ein Text, der mal nicht ganz mittig ist. Irgendwie solche Sachen, also so Kleinigkeiten. An Vampire's Dawn gibt es gar nicht so viel auszusetzen. Das ist für die damalige Zeit, glaube ich, habe es schon mal gesagt. Wow. So, aufhören zu schwärmen. Was muss ich noch machen? Habe ich jetzt hier mit allen Leuten geredet? War ich denn hier schon drin? Nein. Aktuelles Buch, die Geschichte von Lomba. König Gerald kauft seine Waffen nur noch von hier. Das hat der Stadt einen wirtschaftlichen Aufschwung beschert.
Ja, die Waffen aus Lomba haben aber, glaube ich, keine so tolle Qualität. Also irgendwie scheint der König die Leute in Herles völlig auszuplündern und die Waffen von den Rittern nur noch irgendwo auf Billigstandorten zu kaufen. Ich darf nicht mit Fremden reden. Befehl vom Mann. Das sind ja Zustände. Dass Aska dazu gar nichts sagt. So. Was bist denn du für... Was machen Sie denn hier? Wir wollen nur ein Gespräch führen. Ach, das ist so selten. Das kann ich mir vorstellen. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Magischen geheimen Ort in der Wüste. Ich habe ihn nicht gefunden bisher, vielleicht haben Sie aber Glück. Nordöstlichsten Berg gehen, von dort aus 400 Meter, vor allem in den Nacht zum nordöstlichsten Berg und noch weiter nach Norden, dann laufe ich ja ins Meer. Oder waren es doch 400 Ost und 700 Nord? Ach, ich weiß es nicht. Jetzt wissen Sie auch, warum ich ihn nie gefunden habe, ja, danke. Ich glaube, der erzählt vom Lichtschrein, ich bin mir aber nicht so sicher. Ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist alles was für später. Jetzt, glaube ich, habe ich mit den meisten Leuten hier geredet. Genau, hier war ich schon drin. Jetzt, glaube ich, habe ich alles erwischt. Außer dich vielleicht. Willkommen, voller heißer Winde. Die heißesten Temperaturen. Naja, wir sind ja in der Wüste. Man gewöhnt sich dran. Irgendwas passiert? Nö. Na schön. So, jetzt erstmal abspeichern, weil jetzt wird's gefährlich. Ich würde jetzt nämlich gerne diese Kräuter holen. Das könnte mir Level 15 bescheren. Die Kräuter sind, glaube ich... Ich darf nur nicht in den Zwischenkampf kommen. Genau, die Gegner hier werden mich... Wenn die mich kriegen, bin ich tot. Sonnenschutzmittel... Oh Gott, da sind die Kräuter. Heiliger Sand, die Kräuter, was das? Ist schon ganz angenehm, dass man den jetzt ausweichen kann. Vor allem, wenn man ungefähr weiß, wo man hin muss. Okay, ich glaube, das war's. So, und jetzt nichts wie zurück. Man sieht übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, also so geheime Orte auf der Weltkarte, die man mal einmal betreten hat, werden jetzt mit so einer Fahne hier markiert. Früher habe ich mich dann immer tot gesucht. Ich war dann in irgendeinem Gebiet, in dem ich, das ich halt gefunden habe, in irgendeinem Wald. Und der Wald war viel zu stark für mich. Dann bin ich später nochmal, wollte ich nochmal in den Wald und den dann auf einem höheren Level machen, habe den dann aber irgendwie nie wiedergefunden. Okay, das gibt, glaube ich, auch ganz gute Erfahrung. Weil man da ja eigentlich schon ein bisschen höheres Level haben sollte. Wunderbar, dann ist mal fest, mal nichts mehr. Hier eure Belohnung. 1000 Fehler und zwar 15 für... Das hat genau für Level 15 gereicht. Und das bedeutet Zuflucht ins Magierzimmer. Ich glaube auch, ich habe noch keine Zauber seit Level 10 gelernt. Ich glaube, ich kann gleich zwei Zauber lernen. Lichtblitz, Chance auf blind alle Gegner. Angriffsstärke der ganzen Truppe. Chance auf blind ist eigentlich gar nicht mal übel. Das könnte einige Kämpfe leichter machen. Dunkle Klingen kann Aska, glaube ich, auch lernen. Eigentlich muss ich mir gar nicht so viel Gedanken machen, weil mit dieser kleinen Maschine da links, mit diesem Pentagramm, kann ich Zauber zurücksetzen. Später, wenn ich mich doch für was anderes entscheiden sollte. Jetzt kommt der beste Zauber überhaupt. Ich habe ruf die Nacht herbei. Ich habe noch nie mit Wallner diese Todeswolke gelernt, weil die Zeitverzerrung ruft den Tag oder die Nacht herbei jetzt. Ich müsste eigentlich direkt zurück nach Herles und müsste Herles noch auslöschen. Da leben ja schließlich noch welche. Okay, was kannst du denn? Erhöht die Abwehr gegen Feuer, ganz erhöht die Angriffsstärke, schleichender Tod, Chance auf Vergiftung 90%, alle Gegner werden getroffen. Ja, gib mir mal den Schleichen mit.
Status-Sachen sind eigentlich ziemlich gut. So eigene Werte buffen oder den Gegner irgendwie schwächer machen, das ist eigentlich ziemlich gut. Aber ich glaube, so im unteren Levelbereich macht es noch nicht ganz so viel Unterschied. Hoffe ich mal. Angriffskraft, ganze Gruppe wird verzaubert. Chance auf Tod 50%. Eine Person wird geheilt, Lebensspende. Wobei, erhöht die Angriffsstärke der ganzen Truppe ist auch nicht schlecht. Also entweder Angriffsstärke oder die Heilung. Wobei Elaine wird auch heilen können. Dann auf Magie-Level 4. Ich lerne die Heilung. Der erste Bosskampf dauert noch ein bisschen. Okay, Level 20, genau. So, mal gucken, was du kannst. Ich glaube, Schleichender Tod wird sie jetzt auch gleich lernen. Abwehr gegen Eis, nee. Redegewandtheit, Halt, Stummheit. Wenn Elaine stumm ist, kann sie den eh nicht wirken. Das heißt, es würde nur was helfen, wenn Valna oder Asgar stumm wären. Und dann kann ich auch Items hernehmen. Ich bringe ja auch Schleichender Tod bei. Dann können Asgar und Elaine direkt bei einem Kampf beide Schleichender Tod machen. Dann sind vielleicht alle drei Gegner oder so direkt gleich vergiftet. So. Feuerring. Oh. Heilt Verfluchungen. Oh, das ist jetzt aber... Oh, weil Verfluchungen lassen sich nur mit Segnung heilen. Verfluchungen lassen sich nämlich nur mit Segnung heilen und dann später mit völliger Reinigung. Die kriegt man aber erst irgendwie auf Level 40 oder so. Werde ich bis Level 40 von irgendjemandem verflucht? Ach, aber der Feuerregen. Ach, der Feuerregen. Ach, ich will den Feuerregen. Feuerregen gelernt. Okay, schön, schön. Jetzt. Wie wäre es denn mit Zuflucht? Zum gespeicherten Ort hier. Soll ich die Stadt gleich auslöschen? Wenn ich schon mal hier bin. Er hat 14 Blut und braucht 15 für die Zeitverzerrung. Zeitverzerrung. Nacht. Ach komm, ich lösche die Stadt gleich aus. Ich habe keine Quest mehr, soweit ich hier weiß. Außer die halt mit dem Sandwurm. Komm, Frau, du bist sowieso besser dran, wenn du tot bist. Einen roten Stein, das hat sich sogar gelohnt. Ich habe leider deine Frau umgebracht. Hilfe, Monster! Stirb, du kleiner Sklavenhalter. Das hätte Elaine sagen können. Und eine... Oh, antike... Die antiken Münzen sind tatsächlich sehr, sehr nützlich. Böse zu spielen macht so Spaß. Okay, euch brauche ich auch nicht mehr. Du hast deine Frau geschlagen, darauf gibt's nur eine einzige Antwort. Giftige Krallen. Okay, da war noch ein Rechtschreibfehler drin. Boah, ist das ein Upgrade. Da freut sich Elaine gleich doppelt, dass der jetzt endlich tot ist. Oh nein, mein armer Mann ist tot. Du bist gleich wieder bei ihm. Du solltest dich eigentlich freuen. Braune, oh, diese Stadt. Tut mir leid, du warst unfreundlich zu mir. Du weißt, was das bedeutet. Blutrune. Böse sein ist schön. Böse sein ist wirklich schön. Okay. Hier muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen, weil ich weiß nicht, wenn ich den umwandle, ob dann er hier, das ist einer der wenigen Händler, die diese Sonnenschutzmäntel verkaufen. Und die Händler sollte ich vielleicht auch am Leben lassen. Ach komm, Yves. Ich habe in Shanna meine Händler. Oh.
zwei Speicherstände. Sagst du was dazu, dass ich deinen Kollegen umgelegt habe? Es interessiert den gar nicht. Gut, er hat sich gesehen, da ist eine Wand dazwischen. Stirb, Speicherstein und Titankrall. Und geschickt. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, was ist denn das für ein Schmarrn? Aber solche Waffen... Oh, hier habe ich schon jeden umgebracht. Aber solche Waffen sind gar nicht so schlecht. Weil später, wenn ich zum Beispiel nur mit Zaubern angreifen würde, dann würde ich mir zum Beispiel diese Titankrallen anlegen, selbst wenn ich Level 50 bin, weil sie halt Geschick geben, was dich schneller macht. Weil wenn ich sowieso nie mit normalen Waffen angreife, dann kann ich auch gleich auf andere Waffen... Verdammt. Zurückfallen. Wie kurz ist denn bitte die Nacht? Flammentrink. Wobei, dich kann ich schon umbringen. Das wird der Händler... Moment, bist du der Händler? Nee. Ziemlich heiß hier. Okay, dich kenne ich schon. Ich werde jetzt wieder... Ah, ich muss mich um meinen Jack kümmern. Ich hoffe jetzt echt, dass das... Okay, euch brauche ich auch nicht mehr. Na, nicht gehen. Oh, ein Vampirstein. Na, was sagst du dazu? Ihr Mörder, meine Frau. Du wirst gleich wieder bei ihr sein. Sonnenschutzmantel. Guck an, schon habe ich mir Geld gespart, mir einen weiteren Sonnenschutzmantel zu kaufen. Hast du eigentlich gesehen, dass ich den umgebracht habe? Willkommen in Lomba. Nein, hat er nicht. Ich glaube, außerhalb von den Häusern merken die das nicht. Wir leben halt so vor uns hin. Naja, trotzdem danke. Boah, hier ist auch schon alles tot. In den Geheimen... Ich weiß aber nicht, welcher Baum das war. Ist wahrscheinlich eh schon wieder zu hell. Ja, da war es, glaube ich. Ha, ist wahrscheinlich eh schon zu hell. Verdammt! Das ist genau wie irgendwie in Minecraft, wenn ich... wenn es mich einmal im Jahr irgendwie so ein bisschen nach Minecraft gelüstet, dann dauert irgendwie der Tag gefühlt 2 Sekunden und die Nacht 13 Stunden. Und hier ist es genau andersrum. Immer genau das, was ich nicht brauche. Aber erstmal Blut. Jetzt hätte ich mich früher nie getraut, den umzubringen. So einen geheimen Händler. Aber ich brauche ihn halt nicht. 2 Vampirsteine. Ich habe jetzt schon so viele gute Items. Okay, die lasse ich mal vorsichtshalber am Leben. Ach ja, das war der mit dem einzigen Gast. Das sind die Händler, die habe ich... Jetzt habe ich, glaube ich, hier alles und jeden getötet. Und ich bin Level 15, neue Zauber und so. Also einkaufen mit neuer Rüstung und sowas, das mache ich erst später. Weil es bringt mir jetzt nichts, neue Rüstung zu kaufen, weil wenn ich jetzt noch ein paar Quests mache, die hauptsächlich hier so rumlaufen, beinhalten, dann kriege ich noch ein paar Level-Ups, dann kann ich mir gleich wieder neue Rüstung kaufen. So, ich glaube, das war's auch schon hier für Lomba. Und das soll's auch schon mal für den Moment gewesen sein. Ich werde mich jetzt mal, ups. Ich glaube, da oben das Fass habe ich noch nicht überprüft. Ich werde mich jetzt weiterhin erstmal um die ganzen Städte kümmern. Und ich glaube, dass ich in der nächsten Runde mal zur Kampfarena gehe. Weil... Die Kampfarena ist hier ein neuer Ort, wo man mal seine Stärke so ein bisschen unter Beweis stellen kann. Da werde ich ganz schön vermöbelt werden. Da wird's auch mit der Zeit über ganz schön schwierig, diese Kämpfe. Vor allem der letzte. Aber ich kann zumindest mal gucken, wie weit ich komme. So, jetzt wird erstmal gespeichert. Und dann sehen wir uns im nächsten Durchgang wieder. Jetzt habe ich mich um die beiden... Dörfer trifft es wohl eher, mitten in der Karte, in der Mitte gekümmert und um die Wüste. Ich glaube, ich fliege in der nächsten Runde mal über die Eisregionen
Und ich glaube, ein NPC in dieser Eisregion gibt eine Hinweise auf die Arena, weil ohne den Hinweis kommt man da nicht rein. Sonst wüsste man ja auch nicht, wo die liegt. Wenn man jetzt Vampire Storm schon mal gespielt hat, dann wüsste man ja trotzdem nicht, wo die neuen Gebiete sind. Irgendein NPC müsste dir sagen, okay, geh mal ungefähr da und dorthin, weil sonst würde man ja die ganze Karte nochmal neu absuchen müssen. Das wäre auch. Ich will gar nicht so lange reden. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder und bis dahin, ne? Bis zum nächsten Mal.